Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der achte Sonntag im Jahreskreis und das Thema an diesem Tag lautet Murren. Das bedeutet, Murren ist eine menschliche Grundhaltung. Doch zu allen Zeiten dürfen wir gewiss sein, Gott steht zu uns. Um es besser verständlich zu machen, hören wir heute eine Lesung aus dem Buch Exodus, Kapitel 16, Vers 2 bis 4 und 12 bis 15. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen murrte die ganze Gemeinde der Israeliten in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen: Wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen: Am Abend werdet ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt sein von Brot, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als ich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif, auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und liebe Brüder, früher war alles besser. Wie schnell sind wir mit diesem Satz zur Hand, wenn wir uns mit einer aktuellen Situation schwer tun. Gerne trauert man den Vergangenen nach. Die Kirchen waren voller. Bei der D-Mark war alles billiger. Die Welt war friedlicher. Dieses Phänomen taucht auch schon viele Jahre vor Christus auf. Denn die Israeliten klagten auch: Wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben. Murren, das ist wohl eine menschliche Grundhaltung. Wenn wir genau zuhören, dann fällt einem auf, dass die meisten Menschen murren, denen es gar nicht so schlecht geht. Man stimmt einfach in die allgemeine Unzufriedenheit ein. Es ist auch in zu jammern und zu klagen. Denn dann bekomme ich meist etwas Mitleid oder zumindest Zustimmung. Von der 80-jährigen Anna, die seit ihrem 8. Lebensjahr im Rollstuhl sitzt und in einem Heim wohnt, erzählen ihre Mitbewohner: Wir haben sie noch nie murren gehört. Sie ist fröhlich und macht ihre Späße. Wie schafft sie das?
Viele Menschen tragen schweres Leid. Sie hätten gute Gründe zu klagen und murren. Doch sie tragen ihr Leid in Stille und Demut. Gott zeigte sich uns gegenüber in Güte. Dietrich Bonhoeffer betete: Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Glauben wir das, wenn es uns nicht gut geht? Vertrauen wir Gott? Wenn wir unsere Situation mit der Wüstenwanderung der Israeliten vergleichen, dann merken wir, Gott hat auch dort eingegriffen. Er ließ sein Volk nicht verhungern. Er nimmt zwar nicht alle Schwierigkeiten und Sorgen von uns, Gott möchte aber, dass das Leben von den Israeliten und unser Leben gelingt. Das können wir als eine Glaubenserfahrung sehen. Oft spüren wir die Nähe und Hilfe Gottes nicht, zum Beispiel nach einem Schicksalsschlag. Oder wenn die Kinder ganz andere Wege gehen. Oder wenn eine Beziehung scheitert. Vielleicht sitzen Menschen mit uns im Gottesdienst, die sich auch fragen, warum. Wir können nur immer neu Gott um seinen Beistand und Hilfe bitten. Die Verbindung im Glauben und Vertrauen hatte sich in den letzten Jahren verändert. Das wissen wir alle. Vielleicht haben wir in schweren Stunden an ihm gezweifelt. Gott jedenfalls bleibt in unserer Nähe. Er hat sein Volk in der Wüste auch nicht verlassen. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Gott sieht die jeweilige Situation eines jeden Menschen. Wie werden wir zufriedene Menschen? Diese Frage macht nur Sinn in einer Situation, in der nicht alles nach unseren Vorstellungen läuft. Langfristig möchte Gott schon zufriedene Menschen. Nicht das Planen unserer Tage macht uns zufrieden, sondern das tägliche Vertrauen auf Gott. Gott sorgt und versorgt uns ausreichend. Er lehrt uns, für die Grundbedürfnisse Sorge zu tragen. Jesus sagt uns: Jeden Morgen bin ich für dich da. Ich leite und führe dich. Ich bringe dich nach Hause. Das macht den Unterschied. Das lässt unser Murren verstummen und bringt unsere Unzufriedenheit zum Schweigen. Jesus sagt: Komm zu mir. Ich werde dir Ruhe geben, Tag für Tag bis in Ewigkeit. Diese Zufriedenheit Tag für Tag wünsche ich Ihnen und das Vertrauen in Gott, dass er uns sicher nach Hause bringt. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Der Kunde kommt in die Autowerkstatt und fragt: Meister,
wie steht es mit meinem Auto? Da meinte der Automechaniker, sagen wir es einmal so, wenn Ihr Auto ein Pferd wäre, müssten wir es erschießen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!